Hallo Liebe von der analogen Fotografie und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Dominik oder auch Dopa. Dies hier ist Ars Analog. In der letzten Zeit habe ich sehr viel mit Kleinbildkameras gearbeitet, sei es die Nikon F90X, die ich benutzt habe, oder die Besser R. Habe ich sehr viele Filme in letzter Zeit durchgejagt. Aber manchmal ist eben dieses Format, das Kleinbildformat von 24x36 mm, nicht groß genug. Und dann muss es eben Mittelformat sein. Die Vorzüge von Mittelformatfilmen und somit dann auch von Mittelformatkameras liegen klar auf der Hand. Man hat ein größeres Negativ und somit eben eine entsprechend größere Bildqualität, weil man weniger vergrößern muss. Das klassische Bildformat für Mittelformatkameras und Filme ist häufig 6x6. Das heißt ein Quadrat mit etwa 6 cm Kantenlänge. Das Problem dabei ist aber, dass unsere Sehgewohnheiten irgendwie anders sind. Unser Gesichtsfeld, wenn man das eckig schneiden würde, ist rechteckig und damit sind natürlich auch die meisten Fotopapiere rechteckig. Monitore, Fernseher sind rechteckig, Kinoleinwände, Handy-Displays, na gut, die sind hochkant, aber auch rechteckig und so weiter und so fort. Wenn man also aus einem solchen quadratischen Bild ein rechteckiges Bild machen möchte, geht im Grunde ein Viertel an Informationen dann verloren. Berücksichtigt man bereits bei der Aufnahme, dass entsprechend dieser Bildteil wegfällt, kann man eben auch darauf verzichten, ihn zu fotografieren. Und man kann entsprechend Film sparen, sodass man mehr Bilder auf einen Film bekommt. Die 645 Super ist eine modulare Spiegelreflexkamera für Mittelformatfilme, wie man es üblicherweise von den Hasselblatt-Kameras kennt. Sie macht Bilder im Format 6 zu 4,5, was dann auch der Grund für den Namen ist. Das Seitenverhältnis von 6 zu 4,5 entspricht dabei, wenn man es runterbricht, einem Verhältnis von 4 zu 3. Beispielsweise die Fernseher waren früher so und die Computermonitore, die ersten ebenfalls. Die 645 Super ist die erste Kamera aus der 645-Reihe von Mamiya, die einen elektrisch gesteuerten Schlitzverschluss benutzt. Auch sie erlaubt Belichtungszeiten bis zu einer Tausendstel Sekunde und eine Blitzsynchronzeit von einer Sechzigstel Sekunde. Dieser elektronisch gesteuerte Schlitzverschluss erlaubt aber auch blitzsynchrone Aufnahmen rein mechanisch mit einer Sechzigstel Sekunde, sodass die Kamera auch nutzbar bleibt, falls die Batterien einmal den Geist aufgeben. Die 645 Super wurde 7 Jahre nach Markteinführung, also 1992, von der 645 Pro abgelöst, die geringfügige Verbesserungen bot, allerdings die blitzsynchronen Aufnahmen ohne Batterie nicht mehr erlaubte. Bevor ich meine 645 Super bekam, war ich auf der Suche nach einer günstigen Hasselblatt, entschied mich dann letztendlich allerdings für die 645, einfach aus ökonomischen Gründen. Man kriegt sie relativ günstig mit etwa 300 Euro. In meinem Fall waren drei Objektive mit dabei und damit liegen die preislich weit unter dem, was man für eine Hasselblatt 500 zahlt, mit nur einem Objektiv dabei. Auch finde ich das Format von 6 zu 4,5 ganz interessant, eben weil man rechteckige Bilder machen kann und mehr Bilder auf einen Film bekommt. Und man muss auch einfach sagen, die Mamiya Sekor-Objektive stehen in ihrer Qualität, Zeiss-Objektiven, meiner Auffassung in wenig nach, wenn überhaupt ein qualitativer Unterschied bemerkbar ist. Kleines Manko der Kamera ist, dass es sich um eine Kamera mit Schlitzverschluss handelt. Das heißt, die Blitzsynchronzeit hier ist maximal bei 60, einer Sechzigstel Sekunde festgelegt. Die Hasselblatt 500 hat einen Zentralverschluss. Das heißt, da sind auch Blitzbelichtungen mit höherer Verschlusszeit, mit maximal einer 500stel Sekunde möglich. Dafür bietet die 645 Super Verschlusszeiten bis zu einer Tausendstel Sekunde. Wer mit einer modularen Mittelformat-Spiegelreflexkamera von Mamiya arbeiten möchte und einen Zentralverschluss nutzen möchte, kann für die 645 spezielle Objektive bekommen, kann
für die 6-4-5 spezielle Objektive bekommen, die mit einem Zentralverschluss ausgestattet sind. Oder dem würde ich die RB67 ans Herz legen. Schauen wir uns aber die Kamera und ein bisschen von dem Zubehör einmal genauer an. Das ist sie also. Die Mamiya 645 Super. Im Eigentlichen nur ein kleiner Würfel, an dem man einiges an Zubehör anschließen kann. Und das ist im Eigentlichen ja auch die Bedeutung der Kamera Obscura, dunkler Raum. Und genau darum handelt es sich hier. Hier gehen wir einfach mal alle Bedienelemente der Kamera durch, bevor wir uns weiter anschauen, wie es mit Objektiven, Griffen, Backs, Suchern und so weiter aussieht. Hier als erstes mal die Basics. Hier ist nicht nur der Auslöser in der Mitte, sondern dieser Rand ist quasi auch der Ein- und Ausschalter. Auf Rot ist der Auslöser gesperrt. Gut, jetzt haben wir eh nicht gespannt, aber wäre gesperrt. Gelb ermöglicht eine Aufnahme mit der Blitzsynchronzeit einer 60stel Sekunde, rein mechanisch. Hier haben wir BC, ist der Battery Check. Wenn die Lampe leuchtet, sind die Batterien geladen. Wo wir gerade beim Thema Batterien sind, spreche ich das eben an. Die Kamera nutzt zur Speisung des Verschlusses und auch des Belichtungsmessers im Sucher eine solche Batterie mit 6 Volt. Das ist eine 4LR44. Falls man die nicht so einfach bekommt, obwohl die nicht sonderlich teuer oder selten sind, kann man auch die normalen LR44-Knopfzellen mit einem Adapter nutzen. So, da haben wir. Lass ich mal hier liegen, dass wir da schon drüber gesprochen haben. Wenn wir hier auf der Seite weitergehen, sehen wir hier die Möglichkeiten zur Mehrfachbelichtung. Das heißt, wenn wir Mehrfachbelichtung machen wollen, drehen wir den Schalter einfach hoch. Dann würde hier hier kommt eine Kurbel dran oder ein Motorwinder, der Verschluss gespannt, aber der Film nicht weiter transportiert. Für einfache Belichtung kommt es hier auf den weißen Punkt. Dann wird nach dem Auslösen, wenn man dann weiterspult, sowohl der Film transportiert als auch der Verschluss wieder gespannt. Hier oben haben wir das Zeiteneinstellrad. Das reicht von Bulb über 4 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunde und so weiter und so fort. Hier über die Blitzsynchronzeit einer 60stel Sekunde bis zu einer 1000stel Sekunde. Dann haben wir hier noch zwei Möglichkeiten der automatischen Belichtungssteuerung. Und zwar Aperture Priority, also eine Zeitautomatik. Zum einen mit kontinuierlicher Messung oder so wäre das, dass man beispielsweise auf eine Graukarte mit einem Spotmeter gehen kann, damit halbgedrückten Auslöser quasi der Belichtungswert gespeichert wird. Haben wir noch was vergessen? Da haben wir noch was vergessen. Hier haben wir einen Anschluss für Pronto-Kompur-Blitze, PC-Buchse. Da kann man allerdings auch Zubehör anschließen. Ebenso hier unten, da gibt es elektromechanische Auslöser, die da hinkommen. Oder ein Anschluss für den L-Griff, den zeige ich euch auch gleich. Hier haben wir die Möglichkeit, den Spiegel hochzuklappen, sodass wir einen Spiegelschlag reduzieren, beispielsweise für Langzeitbelichtung. Und hier ist ein ganz ordinärer Mittelkontakt-Blitzschuh, der natürlich keine TTL-Informationen oder so weiter gibt. Dafür ist die Kamera natürlich aus Mitte der 80er
einfach noch nicht smart genug. So, wenn wir jetzt einmal weitergehen, würde ich euch als nächstes die Filmbacks zeigen. Das ist eben ein Vorteil dieser modularen Spiegelreflexkameras, was eben ja diese Spiegelreflexkameras, die nicht in so einer Würfelform sind, sondern wirklich wie Kleinbildspiegelreflexkameras aussehen, nur auf Steroiden eben nicht ermöglichen, nämlich unterschiedliche Filmbacks zu nutzen. Das ermöglicht, erst nochmal scharf stellen, Entschuldigung, das ermöglicht, unterschiedliche Filme beispielsweise zu nehmen, beispielsweise einen in Schwarz-Weiß, einen in Farbe. Keine Angst, das sind nur Papiere hier. Die Filme sind da schon lange von entwickelt. Und dann einfach in der Mitte des Films irgendwie wechseln zu können, ist sehr interessant. Hier ist kein Film drin, denn ich möchte euch einmal zeigen, wie das Laden von Filmen funktioniert. Da piepst die Uhr. So, zum einen ist es so, dass man natürlich nach aufgebrauchten Filmen hier die leere Spule des Films übrig hat. Die kommt hier auf die untere Seite, das ist dann die Aufnahmeseite. Man klappt es zu, dann nimmt man hier einen Film. Auch der ist natürlich im Grunde schon lange benutzt und das ist nur das Papier. Der wird hier so eingelegt, dass die Lasche, das ist wichtig, so dann absteht. Die Lasche wird dann nämlich einmal hier rumgelegt und entsprechend hier der Piktogramme da drin in die Aufnahmespule eingefädelt. Und dann spult man einfach schon mal ein bisschen weiter. Ich bin natürlich super ungeschickt jetzt hier über das Display. Dann spult man weiter, bis der Anfangspfeil erscheint. Und den bringt man hier in Übereinstimmung mit diesem Startpfeil. So. Und dann ist das Ganze bereit, eingelegt zu werden. Wenn man nicht mehrere dieser Filmbacks hat, gibt es aus den Vorgängerkameras, die haben auch diese Einsätze genutzt, die Möglichkeit, mehrere Einsätze schon vorzubereiten und dann einfach on location schnell den Film zu wechseln. Das sind jetzt 120er Backs. Es gibt auch ein 135er Back, was Aufnahmen mit Kleinbildfilmen ermöglicht. Leider Gottes zahlt man sich da dumm und dusselig. Man kann mit gewissen Tricks natürlich auch diese Backs hier für Kleinbildfilm nutzen. Ich nehme das mal raus. Wenn man immer diese spontanen Einfälle. Moment, irgendwo habe ich bestimmt eine kleine Bildpatrone rumfliegen. So, hier, wenn man nämlich, gut, die ist jetzt leer, aber die ist natürlich von der Größe her. Die kann man hier ebenfalls einfach reinlegen, das passt. Und auch den Film rumlegen und das Ganze dann belichten. Das Problem ist dann nur, dass man das Back nicht erkennt, dass ein Film einliegt und zwischen den Frames immer ein bisschen weiter spult. Weil es so konstruiert ist, möglichst Überschneidung der Frames zu verhindern. So, das sind die Filmbacks. Was es noch gibt, was leider Gottes dann heutzutage obsolet ist, vielleicht kommt da ja nochmal was, ist das hier. Das ist das Polaroid-Back für Packfilm. Es war zuletzt nutzbar noch mit dem Fuji Packfilm FP100C und dem 3000B. Naja, ich glaube, die Ära des Packfilms ist vorbei. Das sollte hinreichend bekannt sein. Was man belichten würde, ist auch nur der Frame von 6,5, 6x4,5
und somit natürlich nur einen kleinen Teil des Frames. Das dient der Überprüfung der korrekten Belichtung, beispielsweise bei Studio Sessions. Aber wenn wir hier sieht man den Tuchverschluss. Tun wir hier mal das Back dran und gucken einmal weiter. Am Back, sowohl, da war eine Katze, sowohl am Filmback als auch am Instantback haben wir die Möglichkeit, die Filmgeschwindigkeit einzustellen. Das ist dann für die automatische Belichtung mit dem entsprechenden Sucher erforderlich. Hier haben wir das Dark Slide, das natürlich verhindert, dass beim Abnehmen des Backs der Film belichtet wird. Mit herausgezogenem Filmback ist auch die Abnahme hier nicht mehr möglich. Also das ist narrensicher. Und die Backs haben hier tatsächlich so ein Fach, wo man den Schieber reintun kann, damit man den eben nicht verliert. Feine Sache. Weiterhin kann man hier hinten öffnen. Da muss man eben entsprechend vorsichtig sein. Und hier haben wir hier so ein Merkfenster, wo ein Filmstreifen, so ein Pappschild rein kann, sodass man weiß, welchen Film man nutzt. So, wo machen wir weiter? Machen wir hier an der Seite weiter. Da gibt es zum einen diese Kurbel, das ist der Standard, der eben dann genutzt wird, um den Verschluss zu spannen oder den Film weiter zu transportieren, beziehungsweise in den meisten Fällen beides. Es gibt hier auch solche Motorwinder, die eben diese Aufgabe übernehmen. Der Motorwinder ist batteriebetrieben mit 6 AA-Batterien, beziehungsweise Akkus, wie ich empfehle. Der ist nämlich nach 3, 4 Filmen, wenn man Pech hat, schon leer. So, hier die Bedienelemente. Man hat auch hier einen Battery Check. So ist aus, so ist an. Wenn man den Film in Betrieb nimmt, geht man hier auf Start. Und das Back wird hier auf den ersten Frame vorgespult. Weiter geht's dann hier. Einfach mit Drücken des Auslösers. Wenn man denn die Kamera eingeschaltet hat. So. Die Emilia ist wach geworden. Ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund hört. Um das Ganze nutzen zu können, braucht man natürlich hier ein Objektiv. Das hier ist das 80 mm f durch 2,8. Das ist das Standardobjektiv, die Normalbrennweite. Hier den Deckel löst man und Objektive auch, indem man hier den Schalter nach hinten schiebt. Da einmal einen Blick in die Kamera. Wir haben immer noch den Spiegel oben. Die 645 Super hat wie die frühen Nikon-Kameras ebenfalls hier so einen Mitnehmer an den Objektiven und so einen Hebel an der Kamera, der die eingestellte Blende überträgt. Das ist ein bisschen frickelig immer einzustellen. Das erlaubt aber auch bei Offenblende das Ganze zu messen, die Belichtung zu messen und eben an die Kamera zu übertragen, mit welcher Blende man hinterher auslöst. Man kann natürlich auch hier die Objektive umstellen von M auf A. Bei M arbeitet man mit der Arbeitsblende und hat dann entsprechend auch die Tiefenschärfevorschau. Auf A nutzt man die Springblende beim Auslösen, was dann hier diesen Nupsi erforderlich macht. So, wo machen wir weiter? Einen Sucher brauchen wir natürlich. Standardmäßig
hat die 645 einen Lichtschachtsucher dieser Art. Der hier Blick auf den Kater erlaubt im Gegenlicht. Ja, man sieht ihn nicht richtig. Also Lichtschachtsucher, der hier ein bisschen frickelig noch eine Lupe drin hat. Da muss ich einmal in echt gucken. Wenn irgendjemand einen Tipp hat, wie man hier diese Sucherlupe besser rauskriegt. Da ist sie. Die Sucherlupe schließt hier im Grunde lichtdicht ab, mehr oder weniger. Hat hier die Möglichkeit, einen Dioptrienausgleich vorzunehmen. Und das Ganze faltet sich natürlich schön zusammen. Was heute ein bisschen antiquiert anmutet, ist hier dieser Sportsucher. Mit dem Rahmen ist das eben passend für das 80 mm. Für andere Objektive gibt es hier, also für längere Brennweiten entsprechend nur, dann so eine Maske, die man einklipst, um dann bei Sportaufnahmen oder ähnliches fotografieren zu können. Denn natürlich hat man hier über den Lichtschachtsucher, wie bei Lichtschachtsuchern üblich, keine Korrektur für links und rechts. Was natürlich bei Sportaufnahmen, wenn sich was schnell bewegt, naja, verwirrend sein könnte, gegebenenfalls. Wer ein bisschen komfortabler auf Augenhöhe arbeiten möchte und eben diesen Ausgleich zu links und rechts haben möchte, kann diesen Lichtschachtsucher mit einem anderen Sucher, nämlich einem Prismensucher, ersetzen. Das ist hier der Prismensucher mit Belichtungsmesser eingebaut. Um genau zu sein, ist das der Belichtungsmesser oder der Prismensucher mit Belichtungsmesser, der für das Nachfolgemodell, also für die Pro, konzipiert ist, funktioniert aber genauso, lasst euch nichts anders erzählen. Diesen kann man hier, wenn man Langzeitbelichtung machen möchte, verschließen. Der bietet hier die Belichtungskorrektur von plus 3 bis minus 3 jeweils in Drittelstopps. Und die Messmethode ist einmal hier Average, also Durchschnittshelligkeit oder Spot. Oder aber hier eine automatische Einstellung, wenn die Kamera merkt, dass hohe Kontrastunterschiede sind, wählt die den Spot. Und wenn nicht, dann wird eine durchschnittliche Belichtungshelligkeit gewählt, wenn das irgendwie einen Sinn macht. Gehen wir weiter zu der Gegenlichtblende. Man kann hier natürlich klassische Gegenlichtblenden nutzen oder aber hier dieses Kompendium, so nennt sich das. Das Kompendium ist eine Balken-Gegenlichtblende, Streulichtblende, Sonnenblende, wie auch immer man das nennen möchte. Die meisten Objektive für die 645 haben entweder ein Filtergewinde mit 58 cm oder hier die weitwinkligen mit 67 Millimeter, nicht Zentimeter, Entschuldigung. Einfach hier, um noch zwei Objektive zu zeigen. Das heißt, zur Nutzung des Kompendiums schraubt man hier den Adapterring auf. Ja, Vorführeffekt. Und kann dann hier das Ganze einfach festmachen. An der Seite würde man jetzt noch hier die Brennweite einstellen, damit auch sichergestellt ist, dass die Blende keine Abschattung im Bild verursacht. So wären wir hier bei
80 mm, das ist ja das Standardobjektiv. Dann können wir hier die Frontblende auch rausnehmen und sind dann quasi schon startklar. Wer nicht ganz so das komfortabel findet, hier mit der rechten Hand auszulösen, kann einen L-Griff nehmen für die linke Hand, der natürlich auch noch weitere Vorteile hat. Langsam sieht das hier nach Massaker aus auf dem Tisch. Zum Anschluss des L-Griffs setzt man hier diesen Adapter an. Der erlaubt es auch, einen einfachen Kabelauslöser zu nutzen und überträgt dann hier die Auslöseinformationen von hier vorne über die elektrischen Kontakte an die Kamera. Die Kamera hat übrigens, wenn wir hier gerade an der Unterseite sind, standardmäßig ein 3/4 Zoll Stativgewinde, aber mit einem Adapter auf 1/4 Zoll kann natürlich da normale Stativ Platten und Stative und Zubehör angeschlossen werden. Der Griff selbst hat hier ebenfalls ein 1/4 Zoll an Gewinde. Und hier oben ebenfalls ein Mittelkontakt-Blitzschuh, der quasi hier die Informationen überträgt, falls man ein bisschen off-Kamera fotografieren möchte. Und dann kann man hier. Das Halbgedrückte ist ein bisschen einfacher mit dem Griff als hier. Da löst man quasi immer schon ein bisschen aus, wenn ein bisschen ungeschickt ist. Und hier ist es einfacher, nur halb zu drücken. So. Ja, das ist grob das, was man an Zubehör bekommt. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Es gibt, wie gesagt, noch ein Back für Kleinbildfilm. Es gibt einen Adapter, wo man die Batterien in die Hosentasche stecken kann, damit die auch bei kalten Temperaturen funktionieren und so weiter und so fort. Hier habe ich noch so eine Handschlaufe. Denn das einzige Problem, was man relativ schnell bekommen wird, ist einen vernünftigen Kameragurt zu einem vernünftigen Preis zu bekommen. Ich weiß nicht warum, aber bei der 645 Super, nicht bei der Pro, nicht bei der 1000S und auch bei den anderen nicht, ist es so, dass hier die Ansätze für die Kameraschlaufen auf beiden Seiten unterschiedlich sind. Das heißt, in den meisten Fällen passt so ein angesetzter Gurt entweder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite und ist dann quasi in seiner Funktion mehr oder weniger nutzlos. Das war es dann jetzt auch schon mit der Mamiya 645 Super. Danke fürs Zusehen, fürs Liken, Teilen und Kommentieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war interessant für euch. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal und ciao.